Sand einschmelzen. Acht rein. So, brennen wir eben den ganzen Sand durch. Und, was wollte ich jetzt erzählen? Ja. Ich komm immer wieder vom Thema ab. Schlimm. War das dann so? Oder meine Denke wäre jetzt gewesen, hätte man gesagt, okay, an einem Tag fängt erstmal der Rohbau an. Am nächsten Tag fangen Lack und Vormontage an. Oder vielleicht auch nur eine Schicht. In einer Schicht fangen die erstmal an. Um halt die ganzen Puffer wieder aufzufüllen. Damit wir in der Endmontage, ich bin Halle 7, in der Halle 7 und das ist halt die Endmontage. Das ist die Endabnahme vom Auto. Damit wir halt komplett auch durchproduzieren können. Weil eigentlich bei uns waren angesetzt 350 oder 360 Fahrzeuge. Und heute produziert haben wir nur 190. Ich habe das Ganze mal durchgerechnet. Bei einer Taktzahl von 66 Sekunden. Das heißt, 66 Sekunden läuft ein Auto durch. Habe ich das dann so durchgerechnet? Ja. 66 Sekunden mal die Fahrzeuge, die... Upsala. Nein, scheiße. Ich kam zu spät. Worum geht's? Ich bin heute wieder angefangen zu arbeiten. Ah, wow. Bin heute wieder angefangen zu arbeiten. Und ich muss schon sagen, für so einen großen Konzern war das schon eine leichte Katastrophe. Ich den dann? Nö, ne? Weil für so einen großen Konzern, für den ich arbeite, das ist schon eine leichte Katastrophe, weil wir haben den Anlauf total versaut. Sag ich mal. Ein Kollege von mir oder ein guter Freund von mir, der ist jetzt auch gerade am Arbeiten, in der anderen Schicht, der sagte, es ist totaler Reinfall. Weil, Sekunde. So. Die haben da halt alles versaut, was da irgendwie möglich war. In den ganzen Anlauf eigentlich, ich will nicht sagen in den Sand gesetzt, aber doch irgendwie schon. So nach dem Motto Murphys Gesetz, ne? Murphys Law. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Wie heißt das? Oder so ist die Interpretation dieses Gesetzes. Es ist so viel schief gegangen. Schön Treppchen. Kiestreppchen. Die ein Tickchen heller sind als die da. Doof. Egal. Erstmal hatte der Rohbau hatte Probleme. Das heißt, da werden die ganzen Fahrzeugteile werden da zusammengeschweißt, die ganzen Bleche. Dann hatte der Lack Probleme, in Gang zu kommen. Da wird das Auto halt die Rohkarosse wird dann in so ein großes Becken eingetaucht, wo der Lack drin ist. Erstmal kommt der Grundlack drauf und dann gehen da noch Hobbys bei und dieseln das ganze Ding mit Lack ein, also sprühen. Und danach kommt das Auto in die Vormontage. Und die Vormontage hatte auch Probleme.
weil die entweder keine Fahrzeuge gekriegt haben vom Lack oder weil die Fehlteile hatten durch Lieferengpässe oder was auch immer. Oder, ja. Man kann es sich so ein bisschen zusammenreiben. Es war... Und dann stehst du da. Ich muss auch deine Stimme loben. Die ist so schön entspannt. Erzähl weiter und mehr. Ja, alles klar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ist aber auch gerade, weil ich sehr müde bin. Ich habe halt, wie gesagt, eine Frühschicht hinter mir. Und zum einen bin ich echt fertig. Und zum anderen habe ich mir gedacht, heute einfach mal stinken Strunz. Oder stumpf drauf losstreamen. Und wie gesagt, der Rohbau hatte Probleme, die Vormontage, der Lack und hier und da und da und hier. Und schlussendlich, wir hatten. Ist so. Oh, Homie, dankeschön. Wie gesagt. Überall gab es Probleme. Überall. Und es war so bezeichnend eigentlich, wie man sowas vor die Wand fahren kann. Dann ging es darum, ja, wir müssen eben etwas länger stehen bleiben, weil Halle 2, da, von denen bekommen wir die Autos. Von Halle 2 kriegen wir die ganzen Fahrzeuge. Die halt fehlen. Ja, klasse. Sekunde. Egal, komm, mach mal. Wir haben halt Fahrzeugengpass. Scheiße. Und dann, wie war das noch? Wir haben halt effektiv, haben wir 3 Stunden nur gearbeitet. Mussten aber über 7 oder 8 Stunden da sein. Was halt sehr bescheuert ist. Eigentlich im Endeffekt, die hätten uns eigentlich sagen können, hier, pass auf, wir schicken euch nach Hause und im Gegenzug kommt ihr dann morgen wieder, weil wir haben gerade keine Fahrzeuge mehr übrig. Logischerweise, aus logischen Gründen hätten sie das eigentlich das machen können. Wir schicken euch nach Hause. Klauen wir mal eben eine Fackel. Weil ich habe keinen Bock, hier ohne Fackel im Dunkeln rumzugehen. Logischerweise, sie hätten uns nach Hause schicken sollen. Und sagen, kommt morgen nochmal wieder, weil dann haben wir die Möglichkeit, den Puffer wieder aufzubauen. Und dann... So. Können wir auch komplett durchproduzieren. In dieser Schicht. Wäre eigentlich logisch gewesen. Aber... Die Chefs da oben in den Etagen, die haben sich gedacht, ja, wir machen vielleicht gerade ein Minusgeschäft. Weil wenn die Montagelinie bei uns steht, es kostet ungefähr, lass mich lügen, 4-stelligen Betrag. Also es geht schon in die Tausender für eine Minute oder für eine Sekunde. Pro Sekunde. Pro Sekunde kostet das den Konzern 1000 Euro. Rund gerechnet. Sagen wir mal 1200. Das dann auf die Standzeit hochgerechnet, die wir am heutigen Tag hatten, wahrscheinlich auch noch immer noch haben, weil da eben Kollegen noch arbeiten. Ne, die Spätschicht, die arbeitet jetzt gerade immer noch, die muss bis 10:30 da bleiben. Richtig klasse. Das hätte man eigentlich sagen können, hier, pass auf, wir schicken die Frühschicht wieder nach Hause. Hat ja sowieso keinen Zweck. Und die kommen erst wieder her, wenn der Puffer halt
von der anderen Schicht, von der Spätschicht, aufgefüllt wurde. Oder eigentlich, logischerweise, die hätten das so machen können. Wir sind ja die letzte Station. Wir sind die letzte Halle. Die hätten bei uns in der Halle 7 die Frühschicht ausfallen lassen sollen. Und gesagt haben, ihr bleibt noch mal einen Tag zu Hause. Dafür ziehen wir euch die Stunden ab oder was auch immer. Sweet Girl, hey, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Dafür ziehen wir uns euch, wie gesagt, dafür ziehen wir euch die Stunden ab. Ich erzähle gerade über meine Arbeit, wie das richtig scheiße gelaufen ist. Und im Gegenzug kommt ihr dann aber am nächsten Tag. Die anderen Hallen in der Frühschicht, die arbeiten aber trotzdem, damit sie den ganzen Puffer eben auffüllen können, bis der voll ist. Die Spätschicht, die hätte dann komplett durchziehen können. Ohne Probleme, aber ja. Was weiß denn schon der Mitarbeiter, ne? Die Chefs wissen das ja immer besser. Stimmt. Wollte ich nicht auch nochmal Glattenstein machen? Wie machen wir Glattenstein? Hellgraue Wolle, glatter Stein. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Bisschen müde, weil Frühschicht gehabt. 16:30 hat der Wecker geklingelt. Richtig klasse. Und dann bei der Arbeit. Stein. Oh Gott, ich muss den Stein nochmal brennen. Okay. Meine Güte, ich meine, ich hab's ja, ne? Ich hole mir nochmal ein bisschen Kohle. Und nee, bei mir auf der Arbeit lief es halt bescheiden, sagen wir es mal so. Ich meine, beschissen wäre geprallt gewesen. Richtig. Ah, weil die haben den ganzen kompletten Anlauf. Heute war der erste Tag, wo eigentlich wieder hätte produziert werden sollen. Die haben den kompletten Anlauf versaut. Und eigentlich hätten die das so machen sollen, hab ich. War gut? Okay. Wo war ich? Ach ja, eigentlich hätten sie den Anlauf so machen sollen. Ich bin in der letzten Halle. Da kommen die Autos halt fast fertig an und kommen fertig aus der Halle raus. Wir hätten das so machen sollen. Wir, die letzte Halle, die Frühschicht, kommt erst am nächsten Tag. Die Spätschicht arbeitet aber, hätte aber heute arbeiten können. Und die Frühschichten in den ganzen anderen Hallen hätten schon mal vorproduzieren können, damit die Spätschicht schon mal in einem Zug 100% durcharbeiten hätte können. Und ja, ne? Machen wir mal 10 Truhen, 12. Wo ich jetzt sämtliches Eisen, was ich habe. Das ist nicht viel. Da, Trichter. Zack, 50 Sterns. Okay, ich bin ganz ehrlich mit diesen Treppchen. Sieht scheiße aus, weil die. Diese Carpenter-Blöcke verwandeln diese Treppchen oder geben denen einen etwas dunkleren Farbtouch. Das ist halt normaler Kies, den habe ich gerade auch mit reingeschmissen. Das ist ja egal. Na komm. Und, was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Wir haben es halt komplett verkackt.
so gesehen. Wir sollen, glaube ich, dahin zeigen, ne? Genau. Mir geht's nicht ganz so gut. Sweet Girl, was ist los? Oh, ihr lieben Hühnchen, das sind eure Trichter. Da legt ihr bitte die Eier rein. Eierchen, die kommen dann später hier raus. Habe ich noch eine Kiste? Blöde Frage, ich habe genug. So. Sortiert. Zack. Kurze Sekunde, ich lese gleich weiter. Weiß nicht, ob ich da on-stream drüber reden sollte, beziehungsweise darf. Nee, dann behalt's für dich. Dann behalt's für dich. Ich möchte hier auch nicht irgendwie über private Themen von anderen Leuten sprechen, weil... Nein, nein, das gehört sich nicht.